Hallo liebe Zuschauer, heute berichte ich euch aus dem Kapiteltal vom 40-jährigen Jubiläum der ZAK. Diese runde Zahl musste natürlich mit einem ZAK-Erlebnistag ordentlich gefeiert werden. Doch was bedeutet eigentlich ZAK? Also die Buchstaben ZAK. Wer genauer hinschaut, erkennt es vielleicht schon. Dies ist zum Beispiel das Verwaltungsgebäude der ZAK. Und in dieser Halle wurde der ZAK-Erlebnistag mit einer Talkrunde eröffnet. Vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen das Löschfahrzeug den nächsten Hinweis, was ZAK bedeuten könnte. Immer noch nicht? Aber spätestens beim Infostand mit zahlreichen Prospekten und Informationen über die ZAK und ihre Aufgaben dürfte es klar sein, oder? Alles geht mit Flammen auf, alles was bleibt, sind Asche und Rauch. Die Besucher, unter anderem mit Roland Palm, waren gespannt, was es alles über die ZAK zu erzählen gibt. Die Talkrunde wurde mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan Däubig eröffnet und dieser erklärte nun, was ZAK bedeutet und Tolles vollbringt. Ich sage immer nur einmal den kompletten Namen ZAK, Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt und des Kreises Kaiserslautern. Ich bin auch sehr dankbar, dass so viele Gäste, offizielle Gäste, den Weg zu uns gefunden haben. Der Standort ist ja 90 Hektar groß, mit allen Besonderheiten, die dazugehören. 40 Hektar Wald, eigenes Forsteinrichtungswerk, eigenes Jagdrevier, eigene Trinkwasserversorgung mit Hochbehälter, eigene 20 kV Mittelspannungsstromversorgung mit 8 Umspannserstationen, eigenes Stromnetz, die Brücke, über die Sie gekommen sind, ist eine Privatbrücke, die Privatstraße, die hier hochführt. Also es ist wie eine kleine Stadt hier. Zu so einem großen Anlass wurde natürlich auch auf die vergangenen Jahrzehnte zurückgeblickt, welche für die ZAK teilweise sehr schwierig waren. Es war damals eine nicht leichte Zeit für die ZAK, in der ich hierher kam. Die ZAK war, viele werden sich noch daran erinnern, damals hat die ZAK leider die Medien nicht im positiven Sinne beherrscht. Es war eine schwierige Zeit. Die ersten 2-3 Jahre waren sicherlich geprägt von der Krisenbewältigung und der Altlasten. Sanierung, wie wir inzwischen im Deponiebetrieb sagen. Aber ich war sehr, sehr froh, dass ich einen sehr engagierten Mitarbeiterstab hier vorgefunden habe. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben dem Alltagsgeschäft dazu beigetragen haben, diesen Tag der offenen Tür heute auf die Beine zu stellen. Für musikalische Unterhaltung sorgen zwischendurch immer mal wieder Solistinnen und Solisten, ehe es mit der Talkrunde weiterging. Im Anschluss wurde die Talkrunde mit Bürgermeisterin Dr. Wimmer Leonard und Landrat Paul Juncker weitergeführt. Und, es wurde ja schon gesagt, es waren keine ganz einfachen Zeiten, die die ZAK 2006 noch hatte, aber seit der Zeit geht es eben auch bergauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute, glaube ich, steht die ZAK wirklich sehr gut da. Sie steht für sichere, sie steht für ökologische Entsorgungswege. Eine sichere Entsorgung ist wirklich etwas extrem Wichtiges und vor allen Dingen, und da bin ich auch dem Vorstand dankbar und der Mannschaft hier, für unternehmerisches Denken, für wirtschaftliches Denken, für Innovation, für gemeinsam getragene, mit der kommunalen Familie getragene Konzepte in der Region darüber hinaus. Landrat Paul Juncker erklärte einfach, aber effizient in 5 Phasen, wie sich die ZAK wieder erholt hat und inzwischen ihr 40. Jubiläum feiern darf. Ich habe mich auch schon gefragt, was ist denn heute anders, als das früher war, und habe festgestellt, es gibt erstaunliche Parallelen, gibt aber auch ganz offenkundige Unterschiede zwischen der Zeit 1976 folgende und der Zeit 2006 folgende.
Kann man so in fünf Phasen etwa einteilen. Die Phase 1 war natürlich der Start des Ganzen. Da waren mutige Männer in der Politik auch, die gemeinsam Stadt und Kreis haben gesagt, wir machen was gemeinsam. Alle Knauten überall werden ja geschlossen. Wir machen jetzt eine große. Eine große, das hieß, man hat ein Tal ausgesucht, das man befüllen konnte. Und zwar aus damaliger Sicht war das optimal, aus heutiger Sicht ist es gerade das Gegenteil davon. Es war nämlich sehr durchlässig. Da dachte man, oh, das ist wunderbar, da kann alles, was oben reinkommt, unten rausfließen. Das krasse Gegenteil von dem, was man eigentlich heute richtig sieht. 26,5 Millionen Tonnen Abfall sollten hier gelagert werden können. Das hätte also weit bis in die Mitte dieses Jahrhunderts hinein gereicht. Man hat dann, das war die Phase 2, man hat dann aufgebaut, sehr innovativ. Man war wirklich mit der Nase im Wind, was Technik angeht, und hat ganz tolle, wirklich ganz tolle Einrichtungen hier geschaffen. Phase 3 war dann so das Jahr 2000, 2001, 2003. Dann hat man gemerkt, unsere Techniken sind teuer, sie sind unwirtschaftlich und ziehen die Zack, damals ist noch den Zack, in den wirtschaftlich finanziell in den Keller. Und statt dass man dann gesagt die richtigen Konsequenzen gezogen hätte, nämlich sich zum Teil von Dingen verabschieden, die nicht mehr gut sind, zum Teil aber auch die Gebühren entsprechend anzupassen, das wollte man nicht. Dann kam die Phase 4, es kam ein totaler Umbruch, wir haben uns getrennt von unserem Geschäftsführer, wir haben einen Übergangsgeschäftsführer gehabt und dann haben wir einen gefunden, das war eine wirklich harte Auslese, er musste sich vergleichen lassen mit vielen, vielen Bewerbungen. Wir haben den Jan Däubig gefunden, Phase 4, Restrukturierung. Das war dann eine Zeit, wo es sehr hart war, Stadt und Kreis, Kaiserslautern. Die haben ordentlich Geld auch aus der eigenen Tasche noch reingebuttert, obwohl sie selbst auch keins hatten. Ordentlich heißt Stadt 11 Millionen, Kreis 11 Millionen, in die Zack reingelegt. Dann jetzt die fünfte Phase ist die, wir stehen alle hier befreit, gelöst, trotz Schmerzen im Kreuz können wir ganz gerade hier stehen. Wir haben einen wunderbaren Betrieb, wir haben ein ganz tolles Team und ein tolles Management. Wir schauen auch über die Grenzen von Stadt und Kreis hinaus. Wir haben es gehört, GML ist hier, Pirmasens haben wir schon länger Verträge. Der Unterschied zu damals ist also, dass wir heute immer noch innovativ sind, dass wir heute immer noch mutig sind, dass wir heute aber das alles auch von dem richtig gut, von dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus, von hinten her sozusagen denken und dass wir es uns gelungen ist mit dem Jan Däubig jetzt seit 10 Jahren, war selbst erschrocken, 10 Jahre schon viel, schnell gegangen, dass wir mit Jan Däubig einen Mann hier als Vorstand, als Geschäftsführer auch haben, der seinen Laden voll im Griff hat, der alles durchblickt und der mit Leib und Seele ein Müllwerker ist, also wie wir ihn besser uns nicht vorstellen könnten. Nach der Talkrunde ging es endlich raus in die schöne Natur und es ergab sich die Gelegenheit, mit dem Vorstandsvorsitzenden zu sprechen. Ja, für ein kommunales Unternehmen sind 40 Jahre schon ein stolzes Alter und gerade für die Abfallwirtschaft. Weil wenn man sich überlegt, vor 40 Jahren, ich sage gerne auch, das ist die Abfallwirtschaft 1.0 gewesen, da war es eigentlich Stand der Technik, dass man den Abfall irgendwo in den Wald gekippt hat und das deponieren konnte. Zwischendrin gab es in den 80er Jahren dann die Abfallwirtschaft 2.0. Da hat man jeden Aufwand betrieben, egal wie viel Geld es gekostet hat, egal wie viel Energie es gekostet hat, einfach nur die Schadstoffe zu vernichten. Aber heute, Abfallwirtschaft 3.0, wir sind Ressourcennutzer, wir sind eigentlich die Versorgung der Industrie von morgen, weil alle Rohstoffe sind knapp geworden und die sind im Abfall. Wir sagen auch gern, was wir betreiben, ist Urban Mining, also der Bergbau in der Stadt. Und das wollen wir heute den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, das sind ja unsere größte Kundenschar, die Gebührenzahler. Und da wollen wir zeigen, was auf unserem 90 Hektar großen Gelände sich alles abspielt. Es ist immens groß und vielfältig. Nicht nur die ganzen Maschinen, Radlader, Bagger, LKWs, Erdverdichter, große Schredderanlagen, unser Biomasseheizkraftwerk, unsere Behandlungsanlage für Bioabfälle aus der ganzen Region, unsere Vergärungsanlage, unsere Sonderabfallannahmestelle. Den Wertstoffhof, den kennen manche Bürger vom eigenen Besuch. Aber wir zeigen auch unsere Deponie.
und unsere Windräder im Hintergrund und all diese Dinge erwarten viele Leute nicht hierher, wenn sie kommen. Und das nehmen wir heute zum Anlass, zusammen mit ein bisschen Unterhaltung. Wir haben gute Bands da, die Kreismusikschule spielt, die jungen Solisten treten auf und die Band Downwind tritt auf. Und deswegen ist eine bunte Mischung, neudeutsch gesagt Infotainment. Wir lassen es uns gut gehen und nehmen noch ein bisschen schlaue Sachen mit nach Hause. Eines war garantiert, nämlich, dass man nach diesem Erlebnistag schlauer war. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man aus Schrott Musik machen kann? Hört selbst! Vieles bekamen die zahlreichen Besucher auf dem 90 Hektar großen Zack-Gelände zu sichten. Natürlich durften die Kleinen nicht zu kurz treten, so gab es eine Vielzahl von Angeboten für die Kids, wie zum Beispiel die Mahlstation der Abfallwirtschaft und Stadtreinigungseigenen Betrieb der Stadt Kaiserslautern, auch kurz ASK genannt. Auch für das leibliche Wohl wurde mit kulinarischen Leckereien bestens gesorgt. Natürlich durfte auch hier die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Gerätschaften wie Bagger, Schredder, LKWs und viele Fahrzeuge mehr konnten genauer betrachtet werden und zahlreiche Infostände luden ein, sich über die Nutzung von Bioabfall, die Faszination der Kompostierungstechnik und Methanisierung mit Wissen zu bereichern. Doch wie funktioniert eigentlich die Methanisierung und wofür dient sie überhaupt? Hierfür gab es für Groß und Klein Anführungen, doch bitte nur mit Helm. Schließlich hat hier die Sicherheit Vorrang. Hier wird der Bioabfall abgelagert und je nach feuchten und trockenen Anteil getrennt. Der trockene Anteil des Bioabfalls durchläuft eine Vergärung und wird zusammen mit dem Gärrest im Mischer der Kompostierung durch die Absiebung für Qualitätssicherung gewonnen. Derselbe Vergärungsprozess wird mit dem feuchten Bioabfallanteil durchgeführt. Nur entsteht diesmal aus dem Gärprozess gebrauchbares Biogas. Nur was passiert nun damit? Hierfür gehen wir eine Station weiter, nämlich zum Biomasseheizkraftwerk direkt im Gebäudekomplex nebenan. Hier wird nun aus dem gewonnenen Biogas, Altholzbrennstoff und Deponiegas von der Altdeponie Fernwärme sowie massenhaft Strom erzeugt. Dank der tollen und modernen Technik ist es den Mitarbeitern ermöglicht, alles im Blick zu haben, wie zum Beispiel die Werte und Ergebnisse der gewonnenen Energie zu überprüfen und zu steuern. Die Greifzange sorgt immer ausreichend für Nachschub, so dass immer genug Holzbrennstoff in der Anlage ist, um genügend Strom und schon wie erwähnt Fernwärme zu erzeugen. Um einen kompletten Überblick über dieses große Areal zu bekommen, bot die Zack mit der Bimmelbahn einen tollen Service an, den ich selbstverständlich nutzte, um weitere Eindrücke einfangen zu können. Der erste Zwischenstopp erfolgte bei der Deponie mit Altholz wie Schränken und Stühlen und der Behandlungsanlage für biogene Abfälle. Hier kommen unter anderem auch der Schredder und die Siebanlage zum Dauereinsatz.
vielen Lastwagen sind übrigens für den zahlreichen Transport von Restabfall, Sperr- und Bauabfall sowie Gewerbe- und Kommunenabfall wie Staubsaugerbeutel, verschmutzten Papier oder Windeln zuständig, um dies ins Müllheizkraftwerk zu befördern. Der nächste Halt brachte uns zur Kompostanlage mit der Bioabfallkompostierung. Erwartete die Kids auch ein besonderes Highlight, nämlich durften sie im Führerhaus des Baggers mitfahren und hautnah die Arbeit der ZAK-Beschäftigten beobachten. Die Tourfahrten mit der Bimmelbahn waren besonders für die Kleinen ansprechend, doch wenn es dem einen oder anderen zu holprig war, konnte auch auf den Shuttlebus zurückgreifen und die ZAK-Landschaft erzählen lassen und genießen. Inzwischen neigt sich der ZAK-Erlebnistag dem Ende zu und selbstverständlich durfte das Statement von Joachim Felker, dem Organisationsleiter, nicht fehlen. Wie lautet eigentlich das Fazit? Also ich denke mal, wir haben als erstes riesiges Glück gehabt mit dem Wetter. Ich bedenke, was also Freitag und Samstag hier ein Regen runterkam und ein Gewitter, haben wir ein super, super Glück gehabt. Und es bewahrt sich, wenn Rammsteiner was in die Hand nehmen, der Wettergott spielt mit. Und daher muss ich sagen, es ist ein absolut gelungener Tag. Ich denke, wir haben sehr viele Besucher gehabt. Das SWK, der Bus-Shuttle, hatte um 15 Uhr schon gemeldet, dass also über 5.000 Personen transportiert wurden. Ich denke mal, wir werden insgesamt bei 7.000 bis 8.000 Besuchern liegen. Ist für einen ZAK-Erlebnistag sehr, 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 sehr gut. Wer war denn eigentlich alles mit beteiligt am Erlebnistag? Also insgesamt muss ich sagen, es war die komplette ZAK-Belegschaft involviert. Das beginnt vom Reinemachen. Man darf nicht vergessen, ZAK hatte noch geöffnet bis gestern um 13 Uhr, also bis Samstagmittag, sodass also die meisten Vorarbeiten erst späten Freitagabend gemacht werden konnten und Samstag ab 13 Uhr. Und die komplette Belegschaft hat also eine sensationelle Arbeit geleistet. Der Platz, und das sind 90 Hektar, sind wie geleckt, richtig super. Und ich nenne es mal Core-Planning-Team, dieses Core-Planning-Team, wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, hier unter Leitung von Herrn Däubig, waren also 6, 7 Personen, die das federführend geplant haben. Und in den letzten 14 Tagen haben wir dann die kompletten Abteilungsleiter mit dazugenommen. Wir nennen sie auch Platzmanager, die für jede einzelne Veranstaltungsfläche verantwortlich war und haben das dann auf breite Schultern verteilt. Dürfen wir uns wieder auf so einen ereignisreichen ZAK-Erlebnistag freuen? Also ich bin mir sicher, dass also ZAK in den nächsten Jahren etwas Ähnliches machen wird. Ob es in diesen Dimensionen sein wird, mit zwei Großbühnen und ich denke mal über 20 Veranstaltungsflächen und Führungen, ob das wieder so sein wird, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass also ZAK jedes Jahr etwas Neues auf die Beine stellt, um die Leute ganz einfach für Müll oder Abfall zu begeistern. Weil ich denke mal, jeder, der hier war heute, hat gesehen, es ist sensationell, was aus Müll passiert und wie man Müll recyceln kann und wie man Müll positiv in positive Energie umwandeln kann. Und ich denke mal, das spricht für sich und ich denke mal, das sollte man auch unterstützen. Und gerade für Kinder war es ein sensationelles Erlebnis. Wer also unten gewesen ist beim Umwelterlebniszentrum und hat gesehen, wie Müll umgewandelt wird oder Methangasgewinnung. Sensationell. Und ich muss sagen, ich bin also selbst absolut begeistert. Ich hatte auch relativ wenig Ahnung außer Müll trennen. Und da war für mich die Sache erledigt. Und jetzt muss ich sagen, ich bin ein absoluter Fan von der Firma ZAK, weil es ganz toll ist, was hier also geschieht. Ja, liebe Zuschauer, wenn das mal nicht interessant war, was so alles aus unserem Abfall verwertet und in Energie umgewandelt werden kann, von wegen nur Abfall. Also denkt immer daran, wenn ihr den Abfall rausstellt, eines Tages wird er als Strom in euer Haus zurückkehren. In diesem Sinne, Abfall ist nicht gleich Abfall, sondern viel mehr.